halt habt. Und wie ihr seht, ich bin heute mal nicht alleine. Ich habe Besuch bekommen aus Hamburg. Und die Jungs von X-Prospect sind da. Vielleicht wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Hallo. Ja, hi, wir sind Leon, Henna und Brian vom X-Prospect. Und Justus vom X-Prospect. Und Justus vom X-Prospect. Wir haben einen Dungeons & Dragons Kanal. Wir streamen jeden Sonntag bei 18 Uhr auf Twitch und auf YouTube. Und der gute Popgamer hat uns heute eingeladen, um mit ihm erstmal Viva Luchador zu spielen, wo wir ganz heiß drauf sind. Und ja, genau, also wir haben meinen Kanal so ein bisschen verfolgt, weiß, dass wir uns ja in Essen quasi das erstmal live begegnet sind. Über Instagram ist da schon so ein bisschen der Kontakt da gewesen. Tinder auch sehr gut. Tinder, Grindr. Tinder und alles Mögliche und ja, hat ganz gut gefunkt eigentlich, deswegen haben wir gesagt, müssen wir was zusammen machen. Irgendwann habe ich auch versprochen, fahre ich mal nach Hamburg rein, weil die Jungs haben echt ein cooles Studio und machen da echt coolen Stuff. Also schaut wirklich gerne mal rein, den Kanal ist auch im Video verlinkt. Und wir haben uns überlegt, was können wir machen? Achso, mir ist ja noch jemand. Ja. Ursprünglich auch aus Hamburg, wie wir das heißt, nochmal anfangen. Auch aus Hamburg. Ich hab's vergessen. Die unparteiische Partei hier, ne? Flavium, ich wollte gerade sagen. Genau, ja. Das ist der Flavium. Flavium ist Kommilitone von mir. Ah. Und er wird ab und zu mal genötigt, um auch ein bisschen zu zocken. Absolut. Genau, ja. Und wir haben uns jetzt erstmal dazu entschlossen, eine Runde Viva Luchador zu spielen. Ein ja, Würfelspiel, wo wir uns quasi gegenseitig auf die Schnauze hauen. Wir hatten gerade schon eine Pro-Runde, die hat auf jeden Fall gebockt. Ordentlich reingeschmettert. Und ja, auch. Jeder von uns hat jetzt einen Wrestler und wir werden jetzt gleich ein Tag-Team-Brawl zocken. Und es geht um diesen Gürtel hier nochmal. Darum geht's und wir gucken mal, wer das am Ende hinkriegt. Vielleicht, wer bist du? Mein Name ist El Charro Negro. Ich bin ein Gaucho aus, den, aus der Pampa und ich bin auf der Suche nach meinem Vater. Yes, Applaus. Charro! So, dann... Mi amo es perdido, el humo perro. Hallo, mein Name ist La Cobra Abuelo. Man nennt mich auch die Fliege in die Schlange. Das würde ich nicht in Deutschland machen. Dann. Ja, ich bin. Lady Baracke! Kabuki! Sakurai! Einzige Idee natürlich. Mein Name ist La Tormenta. Nee, doch. La Tormenta Muerta und ich bin einfach der Gringo aus der großen Stadt. Gringo. Ja, zu guter Letzt Bambamin. Der Feuerbringer. Der heiße Mann. So, alles klar. Dann ziehen wir erstmal, jeder hat einen Würfel. Wir gucken jetzt mal erstmal, welche zwei Teams im Ring starten. Tag Teams? Ja. Nicht vergessen. Stimmt. Wir beide sind im Team. Wir beide sind im Team. Team Hakenschlange. Wir beide sind im Team. Jawohl. Und ja, vielleicht noch ganz kurz nur zur Erklärung. Also sind immer zwei Tag-Teams halt drin und man kann halt über Kreuz auch abklatschen. Es dürfen halt nicht beide Tag-Team-Mates halt drin sein. Und wir gucken jetzt mal, welche beiden als Wer erstes ablehnt, im Ring sind. Tag zu werden, verliert seine Ehre als Luchador. Muss genau. Seine Maske abgeben und von den Ziegen gebissen. So, genau. Also man darf nicht ablehnen, sondern disqualifiziert. Und im Ring sind... Wir! Und? Alles klar. Oh, also, das ist eine ähnliche Aussituation. Ich würde sagen, never change the running system. Du fängst an. Ich würde sagen, du begibst dich als erstes in den Ring. Ich gehe in den Ring. Feuer zu sorgen. Okay, auf jeden Fall. Ja, dann, let's get ready to rumble! Uno, dos, tres! Okay, also zur Erklärung, diese Symbole hier, müssen wir jetzt sehen, bedeuten einfach, dass nichts passiert. Mit denen könnte man jetzt jemanden auf dem Boden stunnen. Das ist halt, das hier ist halt auf jeden Fall ein Treffer und das ist ein Konter. Das heißt zur Erklärung, hier haben wir jetzt einmal einen Konter, den darf man nochmal neu würfeln, weil man kann noch nicht stunnen. Jawohl. Oder pinnen, genau. Nein. Das heißt, Rosa hat jetzt zwei Treffer. Wir haben jetzt entweder die Möglichkeit, zwei grüne Würfel zu würfeln oder... Den bösen Schwarzen. I know. Ja, für die Special Moves. Die Wahl fällt nicht schwer, oder? Ich würde auch. Der böse Schwarze? Fancy. Ich dachte, du machst jetzt machst einen Mann. Aber ja, ich wäre auch sicher. Du musst halt, je nachdem, was die Attacke ist, musst du es auch hier auseckt, ne? Yeah. Ja, okay. Jawohl! Hey! Oh. Rain of Fire. Hey. Hey. Rückwärtsseite. Hey. Oh. 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 Oh.
Das sind 7 Damage. See. Das ist natürlich. Tatsächlich das Maximum, was du aus einem Würfel rausholen kannst. Yes. Ferro bleibt noch eine Runde drinnen. Eine Runde, alles klar. Das raut das nicht nochmal. Stunbar. Ah, die andere Hand. Uno, dos, tres. Ey, so blau, ey, darfst du neu würfeln auf jeden Fall? Ah, das war eine miese Kombo. So, das heißt, wir haben nochmal 2 Konter, aber die werden beide gekontert. No. Plus ein Hit. Das sind 3 Hits, ne? Das könnte ein sehr kurzer Kampf werden. Ja, ja, ja. Erstmal leicht an, ne? Ein Dropkick. Das ist einer. Das ist einer. Und jetzt? Okay, das ist der Hot Food. So. 5 Schaden. Okay, der Ferro muss. Muss in der Gassi gehen. Achso, ich bin noch. Ich klatsche ab mit die Rosa, also mit die kaputte Lady. Ja! Komm hier rein! Wie sieht jemand an der Bukake? Ja, willst du nicht weniger lustig? Nee, will er auch nicht. Oh nein, du musst mit der Rosa! Uno, dos, tres! Nein! Oh. So, was haben wir hier? Das sind, zack. Ein Konter haben wir. Und dann sehen wir ein Konter. Das heißt, wie verteilen wir? Ein Block. Genau, ihr gebt einen. Table Slam! Der Chair Smash! Das sind 2 Damage. Das geht heiß her in den ersten Runden hier. Bringen wir Benny mal direkt wieder rein. Mich? Jawohl. Tag Team. Nein! Mach ihn fertig, Tiger. Diego! La Tormenta Muerta! Voll weg! You're no match for my ninja skins! Uno, dos, tres! Den darf ich nochmal neu würfeln. Was haben wir mal? Konter ihn. Nein! Okay, das heißt, du zweich ein, ey. Nee, der wird geblockt. Scheiße! Der Dreck! Achtung! Kabuki picks up her opponent, walks to the corner, she climbs the turnbuckle, turning to the center of the ring, springs high into the air and power bombs the candle. Yeah! Das ist nicht wahr! Boah, das sind 5, ne? Hab ich da eben schon was gekriegt? Ja, nee, doch, hab ich wohl, ne? Ja, mit dem 2, 3, 4, 5. Einmal noch. Das kann ich auch nicht schützen lassen. Du kannst sie jetzt schon pippen! Das kann nicht wahr sein, aber den block ich, der kommt durch. Einer wird gekontert. Dann, der wird auch noch gekontert. Ja, das heißt, zwei und Pin. Also erstmal ein Schwank. Oh, das läuft ja, nicht nach Plan, ey. Soll ich das denn nochmal rauskommen? Boom, das sind aber nur 4. Bamboo Block. Kabuki Steve arms her opponent, stepping in with a clothesline that sends them spinning backwards to the mat. So, und jetzt, ich würde sagen, du machst den lieber Luchador. Feier dich mal ein bisschen. So, versuch auf jeden Fall abzuklatschen. Und zwar, Gut. Mit dir. Mit mir? Yes. Und? Ja. Ja, sie. So. Gitarrenmusik ertönt. El Charo Negro. Dring. Ringstück. Oder der Arme richtig auf die Schnauze gekriegt. Alter. Uno, dos, tres. No. Das ist Team Rosa hier. Beide nochmal Reroll. Egal, aber das ist ein Hit. Ein Hit. Table Slam! Der Chair Slam! Das sind 2. Den hat er aus dem Publikum mitgenommen. Er hat ihn an seinem Hut versteckt. Zieht ihn hervor. Au! Ichi! Nee! San! No! So, der ist von Ein Konter und ein Konter.
Block, also jeder. Nee, das heißt. Nee, wie ein, frech. Einer für Rot. Oh, wie frech. Ja, das war so richtig. Wie viel? Table Smash! Yeah! Den Table Smash! Jawoll! 3 Damage! Bleib noch drin. Die kleine Japanerin räumt auf. Diese Schmach kann den Schadenregel nicht auf den Sitz lassen. Die alte Schmach. Ah, ah, Würfel, die halben Würfel fliegen immer raus und trotzdem haut der einen auf die Schnauze. Der wird gekontert, der wird geblockt. Das heißt, ein Damage. Und das ist auch leider ein Damage. Oh, ein Smash. Easy game. Kabuki bleibt weiter im Ring. Shadow bleibt auch weiter im Ring. Aber jetzt wird's langsam. Uno, dos, tres. Ah, ja. Kannst du schon, kann du kannst noch nicht stunnen, du musst neu würfeln. Nee, der muss bleiben. Der wird gekontert sogar. Und zwei zusätzliche. Und zwei gehen rein. Also ein grün, ein schwarz. Ein grün, ein schwarz. Alter! Kabuki, ey! Give me your head! Oh! Der Chair Smash und. Und. Sie nimmt ihren Gegner, das Publikum schreit Queen of Tokyo. In dem Moment schmeißt sie ihn und läuft unter ihm weg und du fällst mit dem Gesicht auf die Matte. Oh. 7 Damage, bitte. Oh, dieser Schmerz. Alter, die wollte richtig schaffen. Mein feuriger Freund. Ja, du musst würfeln erst. Ach, ja, das kriegen wir hin. Ja, mein feuriger Freund, komm für mich in den. Mein feuriger Freund, das gibt wieder. Das wäre denn das Den hast du gesnackt. Tasten sich erst ab, vorsichtig. I like the muscles on your arm. I bet they taste very good. Oh Gott. In den Nissos, du. Uno, dos, tres. Oh, du kannst ihn aber dreimal stunnen, ne? Du kannst ihn nicht. Ach, du bist. Dann sind das. Achso, Nessos. Er muss ja nur mal würfeln. So, das sind 3 und einer davon wird gekontert, einer wird geblockt. Das heißt, einer auf dem Block. Der ist aber durch. Das heißt, wann war das? Ist ein Treffer. Der ist auch geblockt. Ne? Ja, okay, dann. Einer geht durch, ja. Einer für beide, ja. Smash. Das sind 2 Vorarm-Smashes. Ja, beide das gleiche. Die Puste ist langsam raus. Ja. Uno, dos, tres! Ja, ihr könnt noch nicht stunnen. Beide noch nicht. Oh mein Gott. No! Das hat die dritte Weltklasse. Drei kommen durch und einer kommt bei dir. 3 gegen 1, ja? Das natürlich jetzt. Weißt du, was du zu tun hast? Das ist natürlich jetzt bitter. Table Smash! Table Smash! Oh! Der lässt sich ja den dann. Ein Würfel, ey. Und verletzt. Oh! Alter! Scheiße! Jetzt ist er stunbar. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber das ist Kabuki. Kabuki, jeder! Bring ich dich auch mal lieber rein hier. Mal wieder am Start. Oh, nein! Du musst das alleine machen. Mein Freund. Uno! Dos! Tres! Ein Konter. Ein Konter. Table Smash. Nein, das ist der Dropkick. Das ist einer. Beides stunned. Es gibt nur noch einen, der... Ich hab einfach alles gefunden. Ich hab einfach alles gefunden. Achtung! Uno, dos, tres! Oh, es wird auf jeden Fall gestunt.
Und es wird gekontert. Und es wird gekontert. Beides. Beide kontern ein. Und neu kontern. Also jeder kontern. Ein und dann wird gestunt. Also Table Smash! Table Smash! Dropkick Smash. Und dann darfst du jetzt noch. Nee. Da. Nehmen wir jetzt erst den Game. Ach, du bist. Ja, schön, du bist das. Oh boy! Oh! Oh, oh, oh ja! Oh, nix passiert. Ich, er kann sich aus der Schlinge nicht rein. Würfeln. Würfeln. Nein! No! Die Nein! Ich versuch's auch nochmal. Jetzt aber nicht verweigern hier. Publikum, sie versuchen alles zu gehen. Das Publikum ist heiß auf Blut. Schubst sie immer wieder rein. Okay. Uno, dos, tres! Aber der rote wird gekonnt. Dann wird einer gekonnt. Oh, der Chess! Die Luft ist raus, weil Lady Mach besplittert leider. Sie sind alle ihr Kiefer brauchen. Ihr versucht es noch einmal abzuklatschen. Nein! Und ich auch! Ja. Komm, jetzt nochmal! Ja! Weiter! Ey! So. Dann da einfach zu Uno, dos, tres! Ja, auf jeden Fall, du kannst ihn zweimal stunnen, zweimal pinnen und das war's. Das war's. Jetzt, tu es. Die muss ich, tu es. Kannst du auch zusammenwürfen. Ja, mach ich schon. Wow! Das ist der erste. Warte, Lenny, muss er erstmal den Würfel in den Tag machen? Okay, oh. Und er stunnt. So, jetzt musst du erstmal. So, das machen wir schön. Jetzt wird angezählt. Was muss ich würfeln? Also, du musst jetzt viermal entweder er hat gestunt. Oder dreimal den Konter. Der steht nicht so mit drin. Vier Würfeln aber. Und. Uno! Okay, er hat schon mal zwei. Los! Achso, jetzt in drei Würfeln müssen wir drei Würfeln haben. Also, eins. Zwei! Hack wieder raus und das Match geht weiter. Hey, hey. Und er ist gestunt. Der jüdische Wrestler. Ja! Go! Boom! El perdido. Mein Arm, wo bin ich? El perdido. Er bleibt im Gehör. Ja. Ich hatte keine Angst vor Slang. Ich hatte keine Angst vor Slang. Ich hätte dich besiegen. Uno, dos, tres. Den darfst du neu würfeln, aber er kann es dann theoretisch. Ja. Aber er kann natürlich jetzt auch hin. No. Ah, schade, aber das sind vier Hits und davon blockt er drei. Also, du bist ja gesehen. Table Slam! Table Slam! Und dann. Do it, do it! No, nothing will happen! Yeah! Okay, sehr gut. Sehe aber, wenn meine Zeit gekommen ist. Weil ich darf das Glück nicht, ihr Glück nicht zu sehr herausfordern. Du! Yeah! Ich würfel! Ja! Ich bin ein König! Jetzt zeig ihm der. Ich werde das Schlangenleder erschaffen! Ich bin Negro! Ich bin viel zu groß wie deine stickige Füße! Die Klicks macht dich kaputt! Uno! Dos! Tres! Schade, dass der rausgefallen ist. Okay, das ist. Der wird gekonnt. Das heißt, das sind drei Hits und drei Hits. Drei Hits. Jeweils? Nee, er hat gar nichts. Oh, da gibt es erstmal einen Klatscher und. No! Hab ich gesehen! Da war eine Schlange in meinem Schiff. Dein Move sieht so vorhersehbar wie Schlagzeilen von dem Beat. Uno, dos, tres! Whatever. Wird nur ein Konter. Wow. Nur ein Konter. Slam! Und der Chair Slash! Ein zweiter Stuhl wird unter dem Hut hervorgekommen. Das ist der Geräusch. Ich habe euch deine Möbel geschenkt. Okay, zweiter Dungeon Charlie mit links. Drittes Mal jetzt, ich mach nichts zu Flatsch. Uno! Und dos, tres! Okay, du kannst ihn noch nicht stunnen, ne? Doch! Ja, doch! Das heißt, das sind zwei Hits und dann kannst du zweimal stunnen. Zwei Hits erstmal. Jawoll! Was ist? Der Longhorn Leg Drop. El Charo grabs his opponent and lifts him high over the ring.
Ich spin's dem Effortly über his head, denn suddenly drops to a knee. Er slam in the unfortunate wrestler on his knee. So, and now you can, then now you can. You kaput. Zweimal, ne? Do it, do it. Ja! Da lieber Luchador. Sag, was ich jetzt aus dieser Arme möchte gern Bandito mache. Euch, also bei Bandito Luchador kriegt ihr einen Scorepunkt wieder dazu. Nein. Aber langsam sind wir alle im Arsch. Uno, dos, tres! Eieiei! Beide Stun auf jeden Fall und Rot kontert. Ah, Rot kontert dann. Okay, dann kriegst du erstmal. Table Slash! Der Dropkick ist einer und dann. Wir beide ein. Beide. Er hat, wer aber er hat mehr Leben. Er hat mehr Leben, das heißt, du kannst ihn zuerst. Und jetzt pinne ich dich. Nein. Oh! So, dann räume ich mal den Ring hier frei, ne? Heißt das, ich kann jetzt nicht mehr pinnen? Du musst erst den Pin überleben. Okay. Dann kannst du. Dann kannst du ihn repinnen. Dann kannst du ihn repinnen, genau. Das heißt, ich drück dir natürlich die Däumchen. Siehst du das? Siehst du das? Er wickelt sich einmal um mich. Einmal. Wow! Ich habe Schande über meine Familie gebracht. So werde ich meinen Vater niemals finden. Dann muss man natürlich sagen, wir haben ja auch ein Titelmatch gehabt und Luchador Tag Team Champions in dieser Runde Lady Kabuki und La Cobra Vuelo. Der Sponsor für dieses Event von Hustenpastel gegen Halsschmerz und Heiserkeit. Und Raumdämmung. Raumdämmung. Ich muss dir noch eine Sache sagen. Du kannst auch heute suchen. Ja, cool. Jetzt habe ich ihn getötet. Oh. Irgendwie hatten wir nicht so viel zu melden. Irgendwie lief das irgendwie besser, ne? Aber. Ja, der Lady Kabuki, Alter. Alter, echt so. Ja, gut. Ja, wie findet ihr es? Großartig. Mach Bock, oder? Ja. Mach Bock, oder? Und es kann halt nach 5 Minuten vorbei sein. Theoretisch hätte es nach 3 Runden vorbei sein können. Das finde ich immer cool. Ich muss auch werden von. Ja, vor allem das Coole ist halt, dass es noch diese Advanced Route halt gibt, diesen Stärken und Schwächen. Ja, dann gibt es noch dieses Cage-Match und so. Also ich finde, gerade für sowas irgendwie ist das total witzig. Ja. Also es ist jetzt kein Armfüller. Das stimmt. Das über die Schulter. Eigentlich hätte man gucken müssen, dass so Gummibänder dann hätten. Den Rest des Tages umziehen können. Ich denke, man kann auch super House-Rulen und einfach eigene Regeln mit reinbringen. Ja, absolut. Dadurch, dass es so simpel ist. Ja. Ja. Aber es lädt, also ich glaube, es lädt natürlich auch von der Runde. Ne? Also man muss auch Leute haben, die Bock drauf haben. Das stimmt. Ja? Dann fährt es auf jeden Fall. Ne? Vielen Dank an das Publikum. Ja. Ja. Leute, dann danke für die neue Runde, für die coole Runde und ja, wir haben auch noch ein paar weitere Sachen geplant. Ja. Ich mache mal einen kurzen Break und dann geht's gleich auf jeden Fall weiter. Yes. Nice. Ah, ja, sag ich dann noch.